Sascha, Wunder der Technik. Mensch, da bist du in Paris und ich hier in München. Erstmal Glückwunsch, Auftaktsieg, das ist erstmal das Wichtigste. Wir machen jetzt mal Folgendes. Du bist bei mir im Studio der Experte und da du Sascha Zverev am besten kennst, machst du jetzt mal eine Analyse, wie du das Spiel von Herrn Zverev fandest am heutigen Tag gegen Lloyd Harris. Und das machst du nur, weil du das richtig, richtig schlecht fandest und du mir keine Kritik geben willst. Ne? Das habe ich richtig erkannt, oder? Ich habe nur gesagt, Aufschlag haben Boris und ich gesagt, war echt, konntest du dich super drauf verlassen. Aber so, was das Spiel von sich anbelangt, da wirst du nicht zufrieden sein. Aber sag du es doch mal. Ja, das ist völlig richtig. Obwohl man heute wirklich auch schwierig Tennis spielen konnte auf dem Platz. Er hat natürlich sehr, sehr gut aufgeschlagen, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber auch, es war unglaublich windig. Also der Wind hat sich auch sehr gedreht. Er kam von verschiedenen Richtungen, deswegen konnte man nicht so richtig Rhythmus bekommen. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber hier in Paris ist es immer so, dass in den Stadionplätzen viel, viel mehr Wind ist als draußen auf den Außenplätzen. Ich habe mich heute auch warm gemacht auf einem Außenplatz. Da war es okay, da war es windig, aber es kam immer von einer Richtung. Auf diesen Stadionplätzen, vor allem auf dem, wo ich gespielt habe, kommt da von allen Seiten. Und man kann sich nicht so richtig einstellen, auf wie man genau spielen muss von verschiedenen Seiten. Ja, und damit habe ich halt ein bisschen Probleme gehabt. Aber am Ende des Tages, wann habe ich schon mal gut bei der ersten Runde beim Grand Slam gespielt? Das gab es noch nie, deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, eine Runde weiter. Was dir doch unheimlich getaugt haben muss, ich erinnere mich an die Bilder, als du dann, glaube ich, das erste Mal trainiert hast auf dem Simon Mathieu. Das war ja unfassbar voll, was da los war. Das ist schon, glaube ich, auch in Paris eine Anerkennung für dich. Ne? Das ist schon eine Wohlfühloase. Die Menschen mögen dich da. Ich glaube, das spürt man sehr und das spürst du ja vor allen Dingen auch. Ja, Wahnsinn. Vor allem, als ich das erste Mal zum Training auf den Platz gekommen bin, war ja wirklich der ganze Platz voll. Dann irgendwann ja, sind die Leute gegangen. Nach zwei Stunden hatten die auch keine Lust mehr, mich anzuschauen, wie ich Rückhand-Cross spiele. Aber ja, es war natürlich schon sehr, sehr besonders, auch für mich. Ne? Diese Atmosphäre, vor allem direkt beim Training, das erlebt man nicht oft. Und ich glaube, ja, die Leute können sich natürlich an letztes Jahr erinnern. Die können sich an meine Verletzungen erinnern. Und es war schon eine besondere Atmosphäre, vor allem im Training. Deine Box ist ein bisschen anders. Also Tobi Kamp ist ja schon seit einiger Zeit dabei, vor einigen Monaten auch ein neuer Athletiktrainer. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Und ich meine, du hättest auch gesagt, Sergi Bruguera, erfolgreiche Zusammenarbeit. Aber ihr hattet unterschiedliche Meinungen. Was heißt das? Was meinst du damit im Speziellen? Also einfach unterschiedliche Auffassungen, wie du spielst oder wie ist die Sachlage gewesen? Ja, wie man überhaupt nach einer Verletzung das Comeback so ein bisschen angeht und vor allem meine Spielweise sahen wir so ein bisschen anders, vor allem nach der Verletzung. Ich möchte ein sehr aggressiver Spieler sein, ich möchte auf die Bälle draufgehen, ich möchte immer noch Grand Slams gewinnen, ich möchte immer noch die großen Turniere gewinnen. Und das kann ich nur mit einem aggressiven Spiel, meiner Meinung nach. Und er war eher der Meinung, man muss erstmal zurückfinden, man muss erstmal die Confidence zurückgewinnen und durch die Matches fighten natürlich muss man das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin der Meinung, dass ich auch meine Confidence durch aggressives Tennisspielen wiederfinde. Und da hatten wir so ein bisschen verschiedene Meinungen, was das angeht, aber das ist auch völlig okay. Ich meine, er ist ein Wahnsinnstyp, also es gibt keine einzige schlechte Sache, die man sagen muss. Aber vor allem, glaube ich, hatte er eine andere Meinung als mein Vater vielleicht und eine andere Meinung als Tobias auch vielleicht, was halt nicht so richtig geholfen hat, weil wenn ich halt drei verschiedene Meinungen habe von drei verschiedenen Personen, weiß ich nicht so richtig, auf was ich hören soll, auf wen ich mich verlassen soll und so weiter. Ja. Das war mehr so der Grund, aber überhaupt gar kein Problem. Er ist ein super Typ. Ich glaube, er wird auch andere Top-Spieler finden, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Was soll ich noch sagen? Ja, Tobias ist bei neuerdings in der Mannschaft, weil ich Tobias auch seit ich zwei Jahre alt bin, kenne. Er ist ein super Typ. Wir haben gegeneinander oft gespielt. Er kennt das Tennis auch sehr gut. Er hat ein gutes Auge für diese Sportart. Michel Ledowski, mit dem ich ja seit Jahren oder er immer seit Jahren mit mir dabei war,
hat einen russischen Pass. Das heißt, ja. er kommt aus Russland nicht raus. Also er ist da so stecken geblieben nach Australien. Er kriegt kein Visum nach Europa, er kriegt kein Visum nach Amerika. Das heißt, es ist nichts passiert. Er ist immer noch so ein Teil unserer Familie, aber er sitzt halt fest. Er kommt nirgendwo hin, er kann nicht ausreisen. Deswegen, aus Russland kann er schwer mit mir Tennis spielen, sage ich mal so. Ja, und dann war natürlich Tobias meine allererste und vor allem Lieblingsoption, weil, wie schon gesagt, er ist ein super Typ, er kennt mich, seit ich 2 Jahre alt bin, und ich bin unfassbar glücklich, dass er auch zu dem Job Ja gesagt hat. Als letztes ganz kurz, spielst du es gegen Molchan, wird ein ganz anderes Match. Wir kennen dich alle als sehr ehrgeizig, selbstkritisch. An welchen Dingen wirst du an deinem freien Tag vor allen Dingen arbeiten wollen? Gibt es eine spezielle Routine oder sagst du auch, nee Leute, wir müssen heute das und das nochmal mehr machen? Ich glaube, vor allem Returns muss ich mal ein paar mehr schlagen. Aber ich glaube auch vor allem meinen Rhythmus wiederbekommen. Gegen Molchan wird es natürlich ein ganz anderes Match sein. Er serviert nicht mit 210, 215 wieder Lloyd Harris, sondern mit ihm werden es viel, viel längere Ballwechsel sein. Und darauf freue ich mich auch so richtig, weil ich glaube, da kann ich auch so ein bisschen meinen Rhythmus wieder bekommen. Da kann ich so ein bisschen auch richtig ins Turnier finden. Und ja, ich hoffe, es wird ein gutes Match werden. Das hoffen wir auch. Alles Gute. Das Wichtigste ist, du bist wieder da. Du bist gesund und munter. Und der Rest, der wird sich dann erledigen. Vielen Dank und schöne Grüße nach Paris. Danke dir. Danke. Ciao, ciao.